auch Männer werden sexuell belästigt. So, wir haben jetzt wochenlang darüber gesprochen, dass Frauen krass sexuell belästigt werden. Und wir sollten darüber auch weiter reden. Aber man muss auch mal anmerken, auch Männer werden sexuell belästigt. Ich habe vor 2 Wochen in dem Video gesagt, dass ich nicht sexuell belästigt wurde, weil ich ein Mann bin. Und ich glaube, dass das der Grund ist. Woraufhin sehr, sehr viele Menschen mir geschrieben haben, ja, aber dann vertuschst du doch und kehrst unter den Teppich, dass Männer auch sexuell belästigt werden. Nee, mache ich nicht. Nee, ich habe nur gesagt, ich werde nicht sexuell belästigt, weil ich ein Mann bin. Das heißt ja nicht, dass nicht irgendein Mann mal sexuell belästigt wird. Wenn dir ein Bäcker sagt, du, mir verbrennt keine Brötchen, ich bin Bäcker, heißt das ja nicht, dass keinem Bäcker jemals ein Brötchen verbrennt, oder doch? Und Männer werden auch sexuell belästigt. Und ich habe letzte Woche die Menschen aufgefordert, mir zu schreiben, wenn das der Fall ist, Männer. Und tatsächlich, das Erschreckende ist nicht nur, dass es diese sexuelle Belästigung gibt, sondern wie groß das Stigma ist für die Menschen, die sexuell belästigt werden, auch für Männer. Wie viele Männer mir geschrieben haben, ich weiß gar nicht, ob es Belästigung ist, aber mir ist Folgendes passiert und ich habe das gelesen und gedacht, Alter, natürlich ist das ist Belästigung, mein Freund. Und wie viele Männer geschrieben haben, oh, lass das bitte anonym, ich will nicht, dass das rauskommt. Was man vor allem deswegen nicht möchte, weil man, wenn man, sobald man sagt, ich habe das Gefühl, ich wurde von einer Frau sexuell belästigt, automatisch zu einer Pussy degradiert wird. Und sexuelle Belästigung ist auch bei Männern, der Punkt ist eigentlich schnell erreicht. Sobald eine Grenze für einen Mann von einer Frau überschritten wird, die er nicht überschritten haben möchte, ist das sexuelle Belästigung. Das fängt an bei Catcalling, das geht weiter bei Frauen, die sich einhaken und sagen, na süße, wollen wir beide mal. Nee, wollen wir nicht, habe ich dir gesagt, lass mich los, geh weg. In den Bart fassen. Wie viele Frauen Leuten ungefragt in den Bart fassen. Da hast du noch alle Latten am Zaun. Du fährst doch niemanden, der das nicht möchte oder der das nicht gesagt hat, dass er das möchte, in das scheiß Gesicht oder auf den Arm oder die Hand oder die Brust oder den Rücken oder den Arsch oder den Schritt. Denn auch eine Menge Männer wird ungefragt in den Schritt gefasst. Und das kommt, glaube ich, daher, dass man immer noch davon ausgeht, Männer sind doch diese sexgeilen Tiere, die einfach jede bumsen, die sich anbietet. Und das ist Bullshit. Wenn dir jemand sagt, lass mich in Ruhe, dann heißt das nicht, oh, du willst erobert werden, sondern lass ihn in Ruhe. Und ich verstehe, dass man darüber nicht so sehr redet, weil klar, wahrscheinlich ist es so, dass viel mehr Frauen sexuell belästigt werden und krasser sexuell belästigt werden und dass sich gefährlicher anfühlt, weil viele Männer vielen Frauen körperlich überlegen sind und es viel mehr männliche Chefs gibt, die ihre Untergebenen quasi sexuell belästigen, was aber doch daran liegt, dass es sehr wenige Frauen gibt, die Chefs sind. Aber wenn ich jetzt das Thema anspreche, bin ich nächste Woche wieder beim Doktoranden, deswegen lassen wir das. Und trotzdem, es ist doch egal, wie viele Männer sexuell belästigt werden oder wie schlimm das denn ist im Vergleich zu, sondern es ist ein Problem und darüber muss man auch reden. Wir reden ja auch darüber, welche Toilette Transgender-Leute benutzen dürfen, obwohl das Klima den Bach runtergeht. Und dieses Zusammenwerfen von Themen bringt doch auch nichts, zu sagen, es ist doch jetzt egal, ob Männer oder Frauen vergewaltigen oder belästigen, Menschen belästigen Menschen. Nein! Wenn du alle Themen zusammenwirfst, dann kannst du nicht konkret über eins sprechen. Also lass uns das doch machen. Und meine Idee ist unter dem Hashtag HeToo. Ich weiß, das ist grammatikalisch nicht richtig, aber es ist catchy. Und das erinnert ein bisschen an MeToo. Männer werden sexuell belästigt. Und Männer sind keine Tiere, die automatisch jeden bumsen wollen, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und wenn sich Frauen fragen, ja, aber wie soll ich mich jetzt verhalten? Wie soll ich mich jetzt verhalten, dass sich ein Mann nicht belästigt fühlt? Du, ist ganz praktisch. Ich habe da so eine Liste letzte Woche ausgearbeitet für Männer, wie sie sich Frauen nähern können, ohne dass sie sexuell belästigen. Und diese Liste gilt auch für Frauen. Auch bei Männern ist ein Nein ein Nein und ein Ja. Egal wie groß der Typ ist, wie maskulin oder auch nicht maskulin, egal wie der Typ aussieht. Eine Frau, und wenn sie noch so viele bekackte Prosecco in ihrem Schädel gedrückt bekommen hat, kann nicht einfach machen, was will. Die Liste gibt es nochmal hier unten gleich. Und hier oben ganz schön, von dem Format auf Klo, so eine Idee, wie man sexistische Kommentare im Internet behandeln kann. So, das war's von mir diese Woche. Vielleicht reden wir nächste Woche über die sexuelle Belästigung von Katzen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Donnerstag sehen wir uns für die 2. Lektion von einem neuen Väterblog. Halt die Schnauze, Papa. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns live. Jeden Monat wieder. Bis dann.